Mahan Was heute für richtig eine auf Ordnung. Konfrontation. Du schadest Gucci, wenn du den Fake trägst. Oha! Zweite. Ja, vor 6 Stunden ist das Video rausgekommen. Da gehen wir mal rein. Da gehen wir mal rein. Oh, shit. Als würde er so viel ausgeben für Schuhe, Digga. Oh, sogar der Kollege glaubt ihm das nicht. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Marm. Willkommen zu einem neuen Video von mir heute auf meinem Kanal. Wir sind heute in der Hamburger Innenstadt am Start. Es ist gutes Wetter. Und wir haben ein Fake or Real Klamotten-Check Video gedreht. Und zwar habe ich heute zwei Kandidaten, besser gesagt drei, im Video am Start, die auf jeden Fall recht lustig sind. Da gehen wir auf jeden Fall straight auch gleich in die Masse rein. Kurze kleine Sache nochmal, Leute. Ich habe einen Zweitkanal, auf den lade ich momentan wirklich jeden Tag fast ein Video hoch. Da würde mich das auf jeden Fall freuen, wenn ihr das abcheckt und den Kanal abonniert. Erster Link ist in der Beschreibung, Leute, ihr wisst Bescheid. Ihr wisst, wie das Ganze funktioniert. Wir checken ab, ob die Leute hier auf der Street die Wahrheit sagen, ob die echte oder reale Klamotten anhaben. Ihr wisst Bescheid, Leute. Ich würde mal sagen, wir fangen straight mit dem Video an. Was geht ab? Wir haben hier zwei Kandidaten. Rudi, was geht ab? Wie heißt Hi. Du? Yusuf. Yusuf, wie alt bist du? Ich bin 23. 23, wie heißt du? Sehr, sehr schöner Name, Yusuf. Ari sehr, sehr und schön. Yusuf. Mhm. Rudi, ich habe bei dir hier etwas gesehen. Ne? Und zwar diesen Pulli erstmal. Ne? Und deine Schuhe. Ja. Aber wir fangen bei deinen Pulli an. Digga, Bro, das ist, wo warst du diesen Pulli? Gucci, the making Nein, of. Das ist nicht eigentlich von Gucci, aber. Es steht Gucci drauf. Ja, aber es ist nicht die Originale. Ah, ist nicht ja. Original. Ja. Original okay. Kostet über 400 Euro die Pullover. Ah, okay, von was du denn? Ich habe die von Internet bestellt, also okay. Vor 110 Euro war das. 110 Euro? Boah, ich habe noch auch die schon Hose teuer, ne? Okay, also ist nicht echt. Nein, das ist kein okay. Echt. Du hast noch Schuhe? Was sind das für Schuhe? Ja. Sind das auch die habe ich eigentlich von Dings bestellt, von Amazon. Ah, okay, okay. So teuer ist auch nicht. Okay. Also trägst du gerade so, ja, der hier ist gefälscht und okay. Ja, Bro, ich sag dir mal so, wie es ist. Wir sind bei Fake or Real Klamottencheck. Wir hätten einfach nur abgecheckt, ob du die Wahrheit sagst. Und du sagst die Wahrheit. Ja. Und dafür auf jeden Fall erstmal einen Handschlag. Danke dafür. Okay, okay, ich okay. Personen, die so gefälschte Klamotten tragen, aber es nicht zugeben. Ich weiß alles nicht, Gute, Lex Sumatra, ne? Also entspann dich. Aber nicht original, aber sehen uns die Tage. Also ja. Man kann sich nicht so viel ausgeben. Der Junge hier, also er kauft immer teure Klamotten. Okay. Ist doch moralisch etwas verwerflich, wenn man gefälschte Klamotten kauft. Es, man nicht, es geht nicht um gefälscht oder ob die teuer sind oder nicht. Es geht um zum Beispiel, was mir gefällt. Okay. Also ich habe auch Klamotten, die richtig teuer sind, aber die, manchmal gibt es Klamotten, die normal sind und gefällt mir besser als die anderen. Okay, aber du schadest ja theoretisch jetzt Gucci damit, dass du das... Oh, Mahan, heute richtig auf Konfrontation. Du schadest Gucci, wenn du den Fake trägst. Oha! 200-300 Euro kostet. Oh, aber shit! Die finde ich auch nicht schön. Okay. Manchmal okay. Träge ich die so fake, die besser aussehen. Okay. Bro, ist deine Meinung, ne? Muss man respektieren. Ja, Bro, du standst einfach jetzt nur hier rum, so. Willst du auch noch was in die Kamera sagen? Ja, gerne, wenn ihr wollt. Was willst du sagen? Also, die ist Wallenstein, das habe ich vor 200 Euro gekauft. Keine Ahnung. Die sind alles original, Bruder. Das kleine Zwiebel ist dann auch hier. Er hat auseinandergenommen. Was geht ab, Bro? Wer bist du? Ahmed. Ahmed und? Yunus. Yunus und Ahmed, okay. Ahmed und Yunus. Wie alt seid ihr? Ich bin 14. Ich bin 15. Ja, also Jungs. Ich habe bei euch direkt eine Sache gespottet. Und zwar, ihr trägt frische Klamotten. Bei dir sieht man hier erstmal die Jordan 1 Travis Scott. Digga, was geht da ab? So, check die mal ab, Digga. Was hast du für die bezahlt? Ich glaube so 1400 bis 1500. 1400 bis 1500, ja, so okay. Ungefähr, ja. Okay, okay. Und was geht bei dir ab? So Montclair, Palmer. Oder du brauchst nicht fangen, alles fake. Oh. Okay. okay. Das ist sehr, ist gut, dass er es sagt. Stark, finde ich gut. Wie sieht es bei dir aus, Digga? Also, du hast 1400 Euro, sagst du, bezahlt? Ja, ja. Von StockX. Von StockX. Aha. Ist das denn auch die Wahrheit? Fragt der Mann jetzt. Ja. Beweist uns, dass die echt sind. Ich habe normalerweise schon einen Schlüsselanhänger dafür bekommen. Okay. Aber ich hab das nicht dabei, leider. Okay. Können wir einen Blick drauf werfen, genau? Weil ich, also ey, Mann, heute auf Inspektor oder Detektiv Conan oder was? Ey, was? Er glaubt nicht, dass sie echt sind. Ey, ich wünsche es dem Bruder, dass sie echt sind und er noch 5 Stück drin zu Hause hat. Mir ist nicht böse, du bist 15, du hast mit 1500 Euro schon rum. Kann doch sein. Ja, kann man sich das finanzieren mit 15? Ich habe das eher geschenkt bekommen. Du hast geschenkt bekommen? Ja, okay, ja. Okay. Von wem? Von meinem Oh mein Gott, Mann! Oh Gott, er will ihn einfach ausspielen. Großen Bruder. Von deinem großen Bruder, okay, korrekt, Digga.
Ja, also ich würde mal sagen, ich kann das jetzt so nicht genau straight sagen, ob die echt oder also real oder fake sind. So, trägst du, hast du denn noch so teure Klamotten? Ich habe bisher nur das dann, also Goose Knuckles. Okay. Und die Armani, ich bin ehrlich, die ist fake. Ah. Die hab ich aus Türkisch Bazar. Okay, okay. Bin ganz ehrlich. Sonst habe ich hier nichts drunter. Aber bei den Schuhen bist du dir zu 100% sicher, dass die echt sind? Ja, ja, ganz genau. Okay. Wäre es denn für dich in Ordnung, dass wir das checken lassen und sozusagen ich nach dem Video, nachdem das jetzt fertig ist, kommt dann sozusagen die Antwort, ob das echt ist oder nicht? Ja, klar. Okay, krass. Kann ich dir vertrauen, weil ich glaube dir gerade, dass die so eventuell echt sind? Ja, die sind echt. Nein, die sind echt. Sind die echt? Ja, die sind echt, weil du hast gerade gelacht. Wallah, die sind echt. Sag Wallah. Nein, jetzt bin ich wieder verwirrt. Jetzt bin ich wieder verwirrt. Ja, er kann sich nicht so vorstellen, dass ich halt so viel Geld habe. Ich will nicht nur flexen. Also würde er so viel ausgeben für Schuhe, Digga. Oh, sogar der Kollege glaubt ihm das nicht. sogar der Kollege glaubt ihm. Ey, einfach, du hast ihn auseinandergenommen. Nein, der Kollege hat ihn geflext. Sag mal raus. Nein, ich bin mir einfach nicht sicher, wie geht das? Oh, shit! Alle wissen nicht von vorne nach hinten. Oh, Digga, Mann, ey. Kollege hat ihn geflext. Nein, Digga, nein. Okay. Ich schau mal jetzt einmal drauf. Ich kann dir mein Insta geben, da kann ich dir gleich, da kann ich dir später am Video schicken, da okay. Wo... Dann machen wir das Quittung so. Und so. Das machst du sowieso. Das, ja, ja. Das ist safe. Wir schauen aber jetzt einmal genau auf die Schuhe rauf. Okay. Hey, Bruder. Wenn uns das hier ganz beweisen. Bin gespannt. So, ist die Tasche dabei? Die ist doch noch eine Tasche. Hier an der Seite. Nein, hab ich nicht. Nein? Nein, Bro. Da ist keine Tasche. Wie, was für eine Tasche? Okay, ey, Bro, du lachst. Frag mich, ich weiß gar nichts. Was sagt ihr zu Personen eigentlich, die so gefälschte Klamotten tragen? Ja, muss man nicht sagen. Das Ding ist, ich hab das ja so bestellt. Ja. Also, mein Bruder hat es bestellt. So, jetzt haben wir hier den Schuh. Ey, Alter, kannst du mir was? Direkt auf der Straße Schuh ausziehen? Oh mein Gott! Schauen wir uns das genau einmal an. So. Das ist ein bisschen befleckt, aber... Ja, easy. Das passiert doch mal bei so einem teuren Schuh. Aber hier... Guck mal, das muss... Oh. Achso, das kann man abnehmen. Okay, das ist die Tasche, die ich gerade meinte. Ach so, ja, das, ja, das, ja, ist ja, eine Tasche. Da packen ja die Leute Geld rein in meinen Videos, ne? Ja, und ganz kurz, ich habe noch ein bisschen Bargeld dabei. Warte. Ach so! Okay, also die Tasche... Jetzt habe ich das aus dem Video erstmal verstanden. Schuss am Start. Also ich bin euch ehrlich, Leute, ich glaube, der Schuh ist real. Ist auch. Sagst du ganz ehrlich. Okay. Ich lasse es trotzdem auf jeden Fall nochmal abchecken von einem Kollegen von mir. Mhm. Sorry, falls ich falsch liege. Ne? Der Kollege hat mich auseinandergenommen. Der hat mich einfach auseinandergenommen. Egal. Der flext einfach hier. So, ich hätte schon längst abgeschlossen. Die Szene wäre schon längst zu Ende. Bro, du hast einfach verraten. Naja, aber das Ganze geht auf jeden Fall jetzt rüber zu Fabian von Hype Needs. Und der gibt mir dann die Antwort und dann wissen wir, ob du gelogen hast oder nicht. Yeah. Also wie würdest du dich fühlen, falls es rauskommt, dass die Fake sind? Ich fühle mich eigentlich gar nicht so schlimm, also ich würde mich eigentlich nicht so aufregen oder so. Okay. Naja, okay. Aber trotzdem, Jungs, ihr seid sympathisch, Digga. Ihr seid witzig, Base. Danke, was, dass du mit... sind Fakes? Das Stitching sollte nicht unter dem Swoosh verschwinden. Ich gemacht hab, wollte noch irgendwas in die Kamera sagen. Ja. So, live aus der Zentrale am Start. Ihr wisst Bescheid, Leute. Wir werden jetzt mal abchecken, ob der Schuh echt ist oder nicht. Vorab muss man eine Sache direkt sagen. Ich hätte ihn eigentlich das abgekauft, dass der Schuh real ist, weil ich habe so nichts gesehen am Schuh, was mir auffällig wäre, sage ich mal. Nur von seinen Aussagen her wurde ich ein bisschen skeptisch. Aber der Kollege neben ihm hat ihn einfach gesnitcht. Also for real, er hat einfach... ihn gesnitcht vor der Kamera. Und das hat mich auf jeden Fall nochmal stutzig gemacht. Und deswegen habe ich den Schuh jetzt Fabian von Hype Needs geschickt. Der Bro hat den Schuh jetzt kontrolliert und wir hören uns jetzt einmal mal seine Sprachnachricht an. Hey, guten Morgen, Maren. Und zwar kann ich dir garantieren, dass dein Schuh zu 100% fake ist. Nein. Das Material an den Nähten, an allem. Ja. Nein, der Schuh ist fake. Krass. So viel dazu, dass der Schuh real ist. also der Bro war sehr selbstbewusst so am Start. Dass der Schuh Nein, sein Bruder hat ihm das ja geschenkt, glaube ich, oder so, darum, ne? Also da frage ich mich gerade for real. Nickel, danke dir für die 2 Gifted Subs. Keine Ahnung, fragwürdig auf jeden Fall. Man muss sagen, by the way, es ist anscheinend ein sehr, sehr guter Fake, weil ich habe es for real gar nicht erkannt. So. Ich habe es gar nicht gepeilt und ich glaube, viele Menschen würden das nicht peilen, dass der Schuh fake ist. Aber Fabian hat Wahnsinn, ne? Jahrelange Erfahrungen drin. Und weiß auf jeden Fall, was real ist und was fake ist, was das angeht. Ich bin schon enttäuscht, Digga. Bro, wenn du das siehst, ich bin schon enttäuscht von dir.
So, das ist er wusste krass, das doch selber nicht wahrscheinlich. Der Boy mir so hart ins Gesicht lügt, muss ich echt sagen. Aber Leute, was soll man sagen? Die Jungs waren trotzdem sympathisch, die sind auch noch etwas jünger. Eventuell lernt er draußen, nimmt das mit irgendwie für die Zukunft. Ja Leute, was soll ich sagen? Dumm gelaufen, oder? ich schalte mal rüber zum Outro. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zu diesem Zeitpunkt gerade weiß ich nicht, ob der Boy gerade eben gelogen hat oder nicht. Das werde ich wahrscheinlich ein paar Stunden erst erfahren. Aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch konnte das Video irgendwie unterhalten. Aber war witzig, ne? Also der Mann, muss ich sagen, geht richtig aus sich raus und der macht solche Sachen immer. Selbst ich würde die Leute nicht so... Also ich fände es auch schon sehr schwierig, ne? Aber finde ich ganz lustig. Also hat er gut gemacht. Wir können nochmal sein anderes Video anschauen.